Ich glaube, ich will sowas bauen, wo man sich dann danach sagt, wie konnte diese Spezies nicht sofort ausgerottet werden, sobald sie auftrat? Leute, seht es euch an. Ihr seht vielleicht nur eine mehr oder weniger zusammengewürfelte Gruppe an Lebewesen in einem kleinen Nest. Aber ich sehe die absolute Weltherrschaft dieser Kreaturen. Dieser Planet. Diese wunderschöne Idylle an Grün wird schon sehr bald uns gehören. Tretet uns bei oder werdet überrannt. Das ist das Motto dieser Viecher. Hey Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen zurück zu Spore. Und wir haben vielleicht ein kleines Problem. Und zwar habe ich ja beim letzten Mal die Folge beendet, als gerade das Tutorial kam. Und jetzt habe ich genau den gleichen Spielstand wieder geladen. Und jetzt ist das Tutorial weg und ich weiß auch nicht genau, ob ich es nochmal starten kann und wie ich es nochmal starten kann, falls das geht. Das heißt, ich muss mir das Spiel quasi selber beibringen. Wie gesagt, ich habe das schon mal gespielt, aber das ist Ewigkeiten her. Also ja, ich weiß noch, ich muss mich entweder mit anderen Völkern anfreunden oder sie auslöschen, um mich zu entwickeln. Ich muss fressen und ich muss Teile finden, um mich weiterzuentwickeln. Wie ich das genau mache, das finden wir jetzt raus. Das hier ist mein Nest. Meine Familie hier unten ist, glaube ich, mein Leben und mein Hunger und der ist zur Hälfte runter. Also sollte ich was essen. Ich habe ja den Vorteil, ich bin Allesfresser, das heißt, ich kann essen, was ich will. Was ist das hier? Was ist das? Ist das ein Teil? Ist genau neben dem Nest, nämlich praktisch. Was ist das? Du hast ein neues Teil entdeckt. Stell dir vor, was für cooles Zeug du auf noch größeren Skeletten oder Kreaturen finden kannst. Ah, ja. Okay, klicke unten auf den Paarungsruf-Button, um deinen Partner zu finden und in den Kreaturendesigner zu gelangen. Hier kannst du dein Aussehen verändern und die Teile hinzufügen, die du auf der Welt gefunden hast. Jetzt nicht, ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Kann man das hier essen? Kann man das essen? Das kann man tatsächlich essen. Okay, ich habe einen Teil gesammelt und... Ach, hier oben. Hi. Du bist... Pitflonk. Keine Feindschaft. Nur Brüderlichkeit. Und so, ich will keinen Stress. Hier oben stehen die Ziele, die ich machen muss. Triff auf eine andere Spezies und finde neue Teile, um dich weiterzuentwickeln. Okay, das ist eine andere Spezies. Hi. Achso, ich muss ihn erst anklicken, um ihn zu entdecken. Was ist das denn? Du bist auf eine neue Spezies gestoßen. Willst du ihn zum Freund oder als Feind haben? Nimm eine Haltung ein, dann kannst du deinen neuen Nachbarn entweder ansingen oder anfauchen. Okay, das heißt, das ist doch das Tutorial. Ich dachte gerade, ich muss das alles mir selber erklären, aber nein, wir sind anscheinend immer noch im Tutorial, aber ich habe halt das Tutorial übersprungen, wo einem beigebracht wird, wie man die Kamera bedient. Aber das ist ja eigentlich selbsterklärend. Okay, cool. Deine Haltung bestimmt, ob du eine andere Kreatur angreifst oder freundlich mit dir umgehst. Vor der Interaktion klickst du auf den grünen Button für Freundschaft oder auf den roten für Abendessen. Wow. Danach kannst du die einzelnen Fähigkeiten-Buttons benutzen. Okay, ich will das nur ganz kurz sagen. Ich will keinen Stress. Ich bin nicht wegen Krieg hier. Die, wie habe ich sie nochmal genannt? Die Stachlis des Planeten Pephania werden einen friedlichen Umgang mit anderen Spezies pflegen oder das zumindest versuchen. Wenn wir allerdings keine andere Wahl haben, werden diese Spezies nach Strich und Faden ausgelöscht, denn die Stachlis lassen sich überhaupt gar nichts gefallen. Okay, ich gehe mal auf grün. Und dann muss ich das hier machen. Der Abschluss der Zellenphase hat dir neue Fähigkeit beschert. Klicke auf diesen Button, um sie einzusetzen. Wutgebrüll. Will ich eigentlich gar nicht. Beeindrucke 3 Pitflonk, um dich mit ihnen zu verbünden. Ah ja, wie geht das nochmal? Macht man nicht das hier und wartet darauf, was er macht? Ich weiß es nicht. Ich singe mal. Er singt auch. Okay, arme die andere Kreatur nach. Muss ich aber gar nicht, weil er reagiert auf das, was ich mache. Oder hätte ich jetzt singen müssen? Ups. Ich habe das schon seit Ewigkeit nicht mehr gemacht. Das mag er gar nicht. Okay. Ups. Dann versuchen wir es nochmal, ha? Ich bin mal ganz nett. Oder auch nicht, er rennt davon. Kumpel, ich will dir nichts Böses, okay? Ich habe es vielleicht gerade schon vergeigt. Kumpel, ganz ruhig. Okay, er singt, ich singe auch. Und wir treffen uns in der Mitte und alle sind happy. Yay, wir haben uns verbündet. Mit, keine Ahnung, wie ich die beschreiben soll. Gut gemacht, der Sieger bekommt die Beute. Du bist auf dem Weg zu einem größeren Gehirn und einem schlaueren Ich. Ich habe da drauf geklickt. Okay, jetzt muss ich noch 2 davon beeindrucken. Wo ist euer Nest? Ist das gerade da hinten? Ist das... Wir sind direkte Nachbarn. Und mit direkten Nachbarn meine ich direkte Nachbarn. Das sind 10 Meter bis da hinten. Hi, darf ich ganz kurz noch im Vorgarten graben? Darf ich, nur ganz kurz, ihr braucht das sowieso nicht. Die Evolution, ich glaube nur ich kann mich entwickeln. Ich weiß nicht, wie das ist in dem Spiel. Hi, das ist der Alpha-Pitflonk. Jetzt muss ich aufpassen, ich singe. Hi. Er singt auch. Okay, der ist ein bisschen schwerer zu beeindrucken. Ich singe. Und er macht was?
Okay, die können absolut gar nichts außer singen. Ich meine, es ist easy. Aber ich glaube, das wird später noch weitaus schwieriger. Ich habe noch einen Teil gekriegt. Yay! Und das heißt, wenn ich jetzt mit denen mich verbündet habe, kann ich mich erstmal weiterentwickeln und aus diesem Ding hier was weitaus cooleres bauen. Hi! Hi, sind wir Freunde? Noch einer und dann ist alles gut. Dann kriege ich 25 den Namen, kann mich weiterentwickeln. Er singt, ich singe und alle sind happy. Es ist ein großer Gesang auf diesem Planeten. Okay, das ist fucking laut. Finde deinen Partner. Die Pitflonks sind jetzt deine Verbündeten. Du kannst ihn. Was? Du kannst ihr Nest für Heilungen verwenden. Oh, okay, es hat also Sinn, Verbündete zu haben. Hi. Okay. Leute, ernsthaft? Wirklich? Haben wir so viel Stress? Ja, ist das euer voller Ernst? Wir engagen, die ist mir jetzt egal. Komm, gib ihm. Mach ihn kalt. Beißen. Die töten ihn. Die machen unsere Verbündeten kalt. Kannst du ihn jetzt angreifen, bitte? Das Kampfsystem ist irgendwie furchtbar. Greif an. Mach ihn kalt, der hat 13. Ist das der Alpha? Das ist der fucking Alpha, Mann. Ich brauche Hilfe. Ich brauche sehr... Okay, ich bin tot. Leute, das sind alles Kleine. Die können mich nicht verteidigen. Ich bin tot. Ich kann nichts machen. Ich habe noch einen HP. Was ist das für ein Joke? Nein! Und ich kann noch nicht zurück ins Wasser, glaube ich. Toll. Ein HP. Ich werde gleich ausgerottet. Kannst du gehen? Wir haben mit euch keinen Stress, Mann. Nehmt euch doch, was ihr braucht. Holt euch aus unserem Nest, was ihr braucht. Ich habe ein fucking HP. Kann ich nicht schneller? Warte mal. Wo war das? Sprint. Doch, ich kann schneller. Und das Spiel flackert wieder wie Hölle und alles geht gleichzeitig ab. Ist alles gut. Was zur Hölle ist gerade passiert? Also natürlich, ich wurde verletzt. Und ich muss dringend was essen jetzt. Aber warum kam die einfach so aus dem Nix? Okay. Ich bin der letzte überlebende erwachsene Stachli. Soll ich mal ganz vorsichtig zurück in mein Nest gehen? Und mal gucken, wie es da aussieht. Eher nicht so. Es sieht eher aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Es sind alle tot. Aber es sind auch ein paar gerespawnt. Okay, es ist alles gut. Ich glaube nicht, dass man komplett das Spiel verlieren kann. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Verbündetenruf. So, jetzt. Darf ich mich jetzt dahin, Nissa? Darf ich mich jetzt bitte weiterentwickeln? Ich würde echt gern ein bisschen umbauen. Es ist notwendig. So, wie mache ich das jetzt? So, draufklicken. Und dann ist alles gut. Wir entwickeln uns weiter und können uns dann besser gegen diese bösen... Ich wollte gerade sagen, Leute, aber es sind keine Leute. Gegen diese bösen Kreaturen wären, die nicht friedlich agieren. Was passiert jetzt? Lege ich ein Ei. Ja, ich lege ein Ei. Blub. Okay. Und aus diesem Ei entsteht, keine Ahnung, die nächste Evolutionsstufe der Stachlis. Ein neuer Modus zum Spielen. Test laufen wir hier aus, bevor es zurück auf den Planeten geht. Ja, stimmt, weil die Animationen zufallsgeneriert sind, je nachdem, wie die Kreatur aussieht, ne? Okay. Ich denke mal, wir müssen beeindruckender werden. Das heißt, ich, wie weit kann ich... Oh Gott. Kann ich das treiben, soweit ich will? Ich könnte ihn außerhalb des Bildschirms groß machen. Mir war gar nicht klar, wie absolut abgefahren man die Kreaturen machen kann. Das heißt, ich werde jetzt vielleicht hier drin ein bisschen sehr viel Spaß haben, weil das hier geht ja auch, ne? Jawohl. Soll ich... Keine Ahnung. Ich glaube, ich will sowas bauen, wo man sich dann danach sagt, wie konnte diese Spezies nicht sofort ausgerottet werden, sobald sie auftrat? Genau sowas will ich bauen. Und aus dem Ei schlüpft die nächste Stufe dieses wunderhübschen Wesens. Okay, nice. Um das bezaubern zu lernen. Ach stimmt, ich bin jetzt noch klein. Ich muss erst groß werden. Okay. Das heißt, das hier bin quasi ich von gerade eben. Das ist jetzt mein neues. Okay, das um angreifen zu lernen. Das ist Ram. Okay. Oh, es ist so süß. Und die Musik dazu. Alles gut? Bin ich würdig, aufgenommen zu werden in die Familie? Und ich werde groß. Okay, wie ist jetzt die Animation? Oh Gott. Die O-Beine aus der Hölle. Schön, aber die Arme hängen schön tief. Das heißt, ich komme auf den Boden. Okay. Blub.
Was mache ich jetzt am besten? Ich sollte mehr Viecher finden, die ich beeindrucken kann und die mich nicht sofort angreifen. Wenn sie nun ihren Blick aus den Seitenscheiben wenden, sehen sie den seltenen Stachli auf einer Mission durch den Wald. Was seid ihr? Ihr seid laufende Blaubeeren. Hi. Ich bin nett, okay? Ich, ein Truba. Das sieht aus wie eine Blaubeere. Okay, ich muss 3 davon beeindrucken, dann kriege ich wieder 25 DNA. Hi. Hi, ich bin lieb. Er singt. Alles gut, das kann ich auch. Okay, das geht. Die sind friedlich gesinnt. Das sollten sie auch, weil sie sind viel kleiner als ich. Das heißt, ich hätte die Überhand. Dann du. Hi. Hi. Ich bin nett. Ich tue nichts Böses, okay? Wir sind Freunde. Wir können ja alle Freunde sein. Und die singen einfach nur. Das ist saumäßig einfach zu imitieren. Habe ich jetzt das falsch gedrückt? Ups, wollte ich nicht. Habe ich nicht aufgepasst, ich Idiot. Ich habe, glaube ich, nicht aufgepasst. Ups. Hi. Er singt, das heißt, ich singe auch. Richtig? Yay, yeah, jetzt hat's funktioniert. Okay, dann du noch. Nee, dich kenne ich schon. Nein, der da. Hi. Hi, nicht rumschubsen. Er singt. Ich singe, das ist der Alpha. Jetzt muss ich aufpassen. Er singt, ich singe, alles gut. Er singt nochmal, ich singe nochmal. Und wir sind Freunde. Yay, yeah, ich habe 25 DNA gekriegt und ein Auge. Yay, Accomplishments. Wir sind Freunde. Auf eine lange Allianz. Und ich habe ein größeres Gehirn. Ich habe tatsächlich ein größeres Gehirn gekriegt. Intelligenz, du bist ein wenig schlauer geworden. Du hast deinen ersten Schritt Richtung Bewusstsein gemacht. Du hast die Fähigkeit erlangt, Verbündete für dein Rudel zu gewinnen, die dir bei deinen Abenteuern helfen werden. Ah ja. Okay, Mitglieder deines Rudels helfen dir im Kampf oder beim Schließen von Freundschaften. Du hast derzeit Platz für ein weiteres Mitglied. Freu dich mit einem Verbündeten an, dann schließt er dich dir an. D ist genau neben S, aber trotzdem. Okay. Kann ich das mit jedem machen oder nur mit einem von meinen? Weil dann will ich den Alpha hier mitnehmen, der ist nämlich süß. Kann ich den mitnehmen? Und geht das nur... Nee, ein Rudel funktioniert ja eigentlich... Jetzt muss ich wieder singen. Ein Rudel funktioniert ja eigentlich nur so, dass es immer die gleiche Spezies ist, oder? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Nee, wir sind schon Freunde. Das geht nicht. Das geht nicht. Wir lieben uns. Was? Ich habe doch alles gemacht. Wir haben es doch schon gekannt. Oder kommt der jetzt mit mir? Hallo, Freund. Doch, das geht. Ich kann mit fremden Kreaturen ein Rudel bilden. Okay, hallo Freund, du hast deinem Rudel eine Kreatur hinzugefügt. Du kannst jagen, singen oder tanzen, über die Wiese hüpfen. Was du machst, machen sie nach. Hier ist noch ein Teil. Was ist das? Ja, was Praktisches. Ein Mund. Ein Fleischfressermund. Toll. Da hinten. Die kennen uns nicht. Sind aber... Oh, das sieht so schön aus. Guck dir mal an, wie schön das aussieht. Wahrscheinlich fängt es... Jetzt fängt es wieder an zu flackern. Gerade wo ich sage, guck dir mal an, wie schön das doch aussieht. Gott, dieses Spiel, ey. Also... Es ist ja super, aber es ist erstens furchtbar optimiert, weil es ruckelt teilweise wie blöde auf dem Rechner. Und zweitens ist es furchtbar zum Aufnehmen, aber ansonsten ist es super. So, hi, kennt ihr uns? Anscheinend ja nicht, aber sie sind nett eingestellt. Und sie sehen süß aus, guckt ihr das mal an. Hi, seid ihr nett? Der Typ rennt einfach mal voll ins Nest. Pigglewitch. Hi, mein Name Stachli. Er singt, kann ich ja auch. Kann ich auch, siehst du? Er singt nochmal, ich singe auch und wir alle sind Brüder. Okay. Siehst du? Die mögen uns. Kann ich den Kleinen da beeindrucken? Ein Baby-Pigglewitch. Guck mal, wie süß die sind. Die haben so 8 Arme. Okay, 8 Arme. 4 Arme, ich Idiot. Er singt, ich singe. Also wir beide singen. Okay, wir haben ein gutes Standing. Dann du, der Alpha. Soll ich das wirklich tun? Komm, ich tue es mal. Ich beeindrucke mal den Alpha, oder versuch's zumindest. Der Alpha singt. Und ich singe. Oder wir singen. Der Alpha singt nochmal. Und wir singen. Wir sind alle Freunde hier, okay? Alpha singt, wir singen. Alles gut. Yay! Und ich habe ein Teil gekriegt, was schon wieder ein fucking... Hier. Was schon wieder ein Fleischfressermund ist. Okay, was sind das da hinten für welche? Die haben 40 Leben. Die gammeln da so zwischen den Bäumen und gucken uns gruselig an. Guck dir die mal an. Die Chulas. Der Alpha hat 50 HP. Was ist das da? Ich will es gar nicht wissen. Ich glaube, ich bin nicht in der Neighborhood, wo ich... Hi! Ich glaube, ich bin nicht in der Neighborhood, wo ich sein sollte. Die haben alle so viel Leben. Hi! Was bist du? Er sieht aus wie ein Hühnchen. Hi! Ein Oscarcho.
Hi. Du bist süß. Kann ich dich beeindrucken? Das ist gerade der Alpha. Wo sind die anderen? Der ist getrennt von seinem Nest. Okay, alles gut. Yay. Okay, ich habe schon wieder einen Fleischfresser im Mund gekriegt. Wo sind die anderen von... Oh Gott, die da hinten sehen nicht schön aus. Hornmonster. Wo sind die anderen von euch? Der ist einfach hier gespawnt. Der hat, hier war einfach sein Ei. Leute, können wir Freunde sein? Ihr seid Riesenkartoffeln. Das sind die! Das sind die, wo ich vorhin den Alpha gesehen habe. Die sind süß, das sind sowas wie Vögel. Fuck, ich hab's weggedrückt. Yay. Zum Glück gibt's keinen Krieg, nur wenn man das einmal wegdrückt. Da ist das Spiel, da verzeiht das Spiel sehr viele Fehler. Okay, dann nochmal das und... Alles gut, jetzt noch einer. Und dann bin ich Vogelfreund quasi. Und hier schlüpft gerade einer. Er singt, wir singen. Und es ist unglaublich laut. Er singt nochmal, ich singe. Und bumm. Das bedeutet ein größeres Gehirn für mich. Ich bin Freund mit fast jedem auf dem Planeten. Yay. Und das Bewusstsein erweiterte sich. Und die Stachelis erkannten ihren Platz in der Welt. Keine Ahnung, der Satz sollte völlig woanders hinführen. Yay. Okay. Nice, was kommt jetzt? Jetzt kommt wieder irgendwas Neues. Mehr Intelligenz, der nächste Schritt ist Bewusstsein, der Gehirn ist größer, ein Status ebenfalls. Sein Bruder ist jetzt Platz für zwei. Nice, kann ich so einen mitnehmen? Ich nehme Alpha mit, komm zu mir. Bitte komm zu mir, ich brauche dich in meinem Leben. Er singt, ich singe, alles gut. Und dann werden wir die Boys aus der Hood. Wenn alles so läuft, wie es gedacht ist. Die können zum Glück nur singen. Komm zu mir. Hab ich ihn. Folgst du mir? Komm schon. Yay, er folgt mir jetzt. Okay, ich habe jetzt eine laufende Blaubeere in meinem Squad. Und einen gigantischen... Boah, sind die laut. Und einen gigantischen Riesenvogel. Das heißt, der weiteren Eroberung dieses Planeten durch Diplomatie steht nichts mehr im Wege. Und ja, ich würde sagen, das reicht für einmal hier bei Spore. Das Spiel hat sich ziemlich gut gehalten. Also natürlich abgesehen von der ganzen nervigen, furchtbar aussehenden Flackerei. Aber wie gesagt, das kriege ich nicht weg. Aber ansonsten, das ist immer noch cool. Ich weiß, die ganzen Viecher sind halt auch zufallsgeneriert und manchmal kommt halt sowas raus wie, wie nenne ich die am besten, die Bohnenvögel, weil sie aussehen wie eine Bohne und Flügel haben und die sind relativ süß. Keine Ahnung. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat, habt ihr Daumen, den Like-Button aufs Maul und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Das Spiel auf dem Planeten Pephania wurde gespeichert. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein.